unsere Kamera läuft schon. Guck mal, die warten schon auf uns. Ah, cool. Hallo. Hallo. Wir sind wieder da nach langer, langer Zeit. Wir haben schon Entzug und ihr bestimmt auch. Genau. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, wir laufen jetzt auf euch zu und empfangen euch jetzt einfach hier bei uns im Lade. Ja, endlich wieder. Ja, und wir haben eine ganze Lade voll mit tollen neuen Stoffen, tolle neue Wolle, noch und noch. Noch und noch. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, wir haben uns jetzt einfach für einen Tisch entschieden. Genau. Und den tun wir euch jetzt einfach zeigen, die Stoffe aus der Kollektion. Ja, von Hilco, da gibt es ja wieder wie jedes halbe Jahr ein Schnittmusterheft. Und diese Stoffe aus diesem Heft, die haben wir alle da. Einer fehlt noch, der kommt aber noch. Aber sonst haben wir die aus dem Heft, was man da alles so zu sehen bekommt, die haben wir, die kriegt er bei uns. Genau. Die steht sogar hinten im... Wir stehen drin? Jawohl. Okay, wo sind wir denn? Ja. Bezugsquellen? Ich hab's gesehen. Nee, das ist bestimmt irgendwo da an der Seite. Ja. Da irgendwo? Auch nicht? Ich find's mal. Sie gucken da. Nee, Stoff A, das haben wir auch nicht. Ist egal. Auf alle Fälle haben wir das Paket mit. Wir haben alle Stoffe aus diesem Heft dabei. Das ist ein Anleitungsheft mit Schnittmustern und die passenden Geschichten, die Anleitungen dabei. Das heißt, ihr habt ein Komplettpaket. Wir zeigen euch zu dem Heft einfach die Stoffe, die wir hier im Lade haben. Und natürlich könnt ihr die auch bei uns kaufen. Nicht nur angucken, sondern kaufen. Und genau, entweder kommt vorbei oder wir schicken sie euch nach Deutschland, wohin ihr wollt. Ja, und die Hefte gibt es natürlich auch. Ja, die Hefte gibt es auch. Das ist von Hilco Fashion Trends. Und so ein Heft, das kostet 7,90 Euro. Aber wie gesagt, ganz tolle Anleitungen drin und auch tolle Ideen, auch Styling-Ideen, finde ich wirklich so super nett. Auch eine gute Alternative zum guten alten Borderheft. Einfach nochmal eine neue Inspiration. Genau. Ja, sollen wir gerade mit der Titelseite anfangen? Wir können mit der Titelseite anfangen. Schaut mal, so sieht die Titelseite aus. Das ist ein Jacquard, ein gewebter Jacquard-Stoff. Den haben wir jetzt hier in diesem Orange-Pink. Das ist ein Hahnentritt. Und da haben die einen Rock mit Kellerfalten gemacht und so ein Oversized-Oberteil. Und das sieht aus wie ein Kleid, aber es sind zwei Teile. Genau. Und die Evi hat den Originalstoff. Und ich habe den Originalstoff. Richtig schön pink und orange. Das ist so geil. Also das ist richtig cool. Geil ist das. Ja, da kann man natürlich nicht nur Röcke oder Oberteile machen, sondern auch Hemdbluse, Hosen. Ja. Und ich würde mir jetzt eine Hose draus machen, schöne, weite, lässige Hose dazu. Ja. Bade. Und das ist ein Jacquard gewebter, wie ich gerade eben gesagt habe. Das heißt, auf der Rückseite ist der natürlich, da sieht man die Fäden durch. Ist also auf der Rückseite auch schön, hat also die Farbigkeit auf der Rückseite, ist also kein gedruckter Stoff, sondern ein gewebter Stoff. Und hat so einen schönen Glanz, immer Viskose. Ist genau, keine... jetzt kommen die Geheimnisse. Jawohl, 52 Viskose, 29 Polyester, 18 Baumwolle und 1% Elastan. 1% Elastan ist also super elastisch. Ja. Also ja, es ist so, wenn man ein bisschen schon, gell? Macht ein bisschen bequem. Ja. Und es sind natürlich diese Farben, dieses Lila und das Orange. Ja. Sieht ganz toll aus. Ist halt so schön fließend so. Also richtig, also als Blusejacke kann ich mir das auch super vorstellen. So ein Shirt ganz, drunter. Ganz weich. Angenehm. Ja. Also das war schon mal der erste. 39,90 ist der Preis. So ist es. Und wie breit ist die ganze Breite? Ist der 1,40? 1,35 Meter. Ja, also 1,35. Und diese Anleitung gibt es in diesem Heft. So, ich habe gerade weitergeblättert. Wir haben eine Kapuzenjacke, eine letzige Kapuzenjacke in einem mit einem wunderschönen Merino-Walk. Ein Merino-Walk. Schaut mal, das ist das Modell in dem Heft. Dann die Saluti in Italia, Christian. Christian normalerweise aus Trier, heute guckt er aus Italien zu. Saluti. So, also eine Kapuzenjacke in einem wunderschönen Roseton, ein Merino-Walk. Flieder, ja, das ist richtig kuschelig weich, es kratzt nicht. Es wird auch wirklich sehr gerne für Kleinkinder genommen, für Babys, für die Strampler, die Overalls oder einfach auch einen Pulli. Ja. Das geht super schön. Das stimmt, also der richtig, kratzt wirklich nicht. Nee, Merino-Wall kratzt nicht. Und ich bin ja so eine Woll,
Antiallergisch. Also Allergiker. Ich bin so richtig, ja. Ich bin so eine richtige Tussi, was Wolle angeht. Ich bin furchtbar empfindlich, aber das fühlt sich richtig gut an. Ja, und die Merino-Sachen sind auch moleskinfrei. Ah, moleskinfrei ist natürlich auch für alle Leute, die an Tierwohl, müssten wir eigentlich alle an Tierwohl interessiert sein. Moleskinfrei, 100% Merino-Wolle, 1,35 Meter breit. Und der Preis ist 49,90 Euro. Und Wollsachen hängt man an die feuchte, kühle Luft. Die wäscht man nicht. Man kann sie schon mal waschen, aber die sind in dem Sinn auch sehr, sehr pflegeleicht. Und man kann da tolle Sachen machen. Also, den Mantel gibt es in diesem Heft mit aufgesetzten Taschen und mit Kapuze. Und den Stoff dazu habe ich euch jetzt gezeigt. Ja. Ich will gerade was anderes sehen. Ich sehe da so einen schön passenden. Ich blätter mich jetzt durch. Ja. Weil da habe ich einen Viskosestoff mit diesen Punkten drauf. Die sind so in sich nochmal gepunktet. 100% Viskose. Und wenn man jetzt da natürlich einen Kopf drüber möchte, passt es perfekt dazu. Oder? Ja. Hast du eine Hand zu wenig? Ja. Ach, es geht. Ja. Ich suche den immer haben wir ja schon gezeigt. Und die Viskose, man sieht ja, dass das farblich ja schön harmoniert. Es gibt einen wunderschönen Rock da drin. Wenn ich den finde, zeige ich ihn euch auch gerade. Hast du ihn weggeschaut? Nein, der ist da drin. Ich habe ihn vorhin gesehen. Da kommt er. Das ist der Rock dazu. Das ist jetzt praktisch hier. Genau. Das ist der Rock. Das ist ein langer Rock mit Kellerfalten. Wirklich ein ganz, ganz ein toller. Den haben die jetzt hier draus gemacht. Da gibt's dieses Schnittmuster. So, hier. Taschen, Nahttaschen. Ja, das ist soweit. Danke. Sehr schön fließend. Ja. Okay, das ist ein Crepe. Ja. Das ist ein Viskose-Crepe. Das heißt, ihr habt viel mehr Stoff in der Hand, als wenn ihr so ein ganz glatte Sommer-Crepe habt. Da viel schwerer. Das ist ein schwererer Stoff. Der wiegt, steht nicht drauf. Aber er ist schwer. Er ist durch die kreppige Oberfläche ist er nicht ganz so kühl. Und ist 1,35 breit auch nur, aber der ist gute 1,40. Und kostet 29,90. Und hier ist das Schnittmuster dazu. Und ich habe gerade gesehen, da war eine Jacke dabei. Eine Jacke aus einem wunderschönen lilanen. Ah, ja. Wir bleiben beim Lila. Guck, das hier. So. Das ist der, oder? Ja. Ja, genau. Schaut mal. Wir bleiben bei Lila. Ist das nicht wunderschön? Ein wunderschöner Wollstoff, ein Karo mit den ganz angesagten tollen Herbstfarben. 30 Wolle, 60 Polyester und 10 Polyester. PC, Colorcheck, 1,50 breit. Ein Mantelflausch. Ja. Wunderschön. Auch wieder diese angesagte Lila drin. Die ganzen Erdtöne sind drin, ein bisschen Oliv. Also wirklich ein wunderschöner Stoff. Ein bisschen Türkis, macht es ein bisschen frischer. Ne? Ja. Genau. Passt zu Evis Haarfarbe. Ja. Und passend dazu gibt es natürlich im Heft auch einen Mantelschnitt. Der hat jetzt so einen Schalkragen, hat einen Raglan und aufgesetzte Taschen. Also es ist nicht so schwer nachzuarbeiten mit diesem großen Kragen. Kann man immer noch so ein bisschen hier wie so ein Schal machen. Wunderschön. Schalkrage, Raglanschnitt. Auch dieses Schnittmuster gibt es im Heft. Passend zu dem Mantelflausch. Ja. Gell? Und genau. Was jetzt Schönes? Soll ich es raussuchen? Also ich mache jetzt... Das nehmen wir. Ja, die Evi hat das, soll gucken, was ich habe. Wir machen hier ein Kontrastprogramm. Und zwar haben die dieses wunderschöne Kleid gemacht. Schaut mir. Das ist wirklich so, so wunderschön, dieses Kleid. Das sind so tolle Farben. Das ist ein Kleid, das ist in der Mitte geteilt, hat oben so einen Stehkragen und so ein bisschen eine Knopfleiste vorne, ein leicht ausgestellter Rock und eine lange Manschette dran. So sieht dieses Kleid aus und so sieht der Stoff in echt aus. Ja, ist auch wieder ein Viskose-Crepe. Ja. So sieht man es vielleicht besser. In diesen schönen Farben. Wunderschön. Ja, und in den Farbigkeiten bleiben wir wieder natürlich im Herbst mit Braun, mit Ocker, mit diesem Ocker-Orange, mit Terrakotta. Das sind so unsere Herbstfarben.
Natürlich ist immer Olivgrün dabei. Das ist so ganz, ganz typisch für den Herbst. Ja. Ein bisschen Indian Summer und diese ganz tollen Blüten. Ein toller Stoff. Ja, natürlich auch schön für Blusen. Mhm. Hemdblusen, so ein bisschen Basics oder ohne Arm eine Bluse drüber, über ein Shirtkleid zum Beispiel. Oder aber natürlich auch, da könnt ihr auch irgendwelche weiten Röcke oder Kleider machen und auch eine weite Culotte und im Winter trägt man da einfach auch eine etwas dickere Strumpfhose drunter oder eine Leggings, das geht auch. Ja, der ist allerdings 1,25 Meter breit und kostet 32,90 €, 100% Viskose. Der ist 1,25 breit. Ja, also es sieht breiter aus. Also in die Kamera sieht man immer breiter aus, wie man ist. Echt, Finch? Ja. Okay, ich drehe das erstmal ein bisschen. Ich zeige euch nochmal das Schnittmuster von dem Kleid. Das ist also wirklich ein wunderschönes Kleid. Da ist die technische Zeichnung. Und wie gesagt, ich finde es immer super schön, wenn man auch eine Anleitung hat zum Stoff oder halt die Stoffe zur Anleitung, dann kann man sich das auch direkt vorstellen und auch so, genau. So, was machen wir jetzt? Soll ich das nächste? Machen wir jetzt so weiter? Nochmal einen Mantel, blau. Ja. Also Mantelstoffe haben wir gerade genug. Wir haben jede Menge ganz große Tisch voll Mantelstoffe. Genau. Unter anderem der von Hiko. Das ist aber noch ein ganz dicker Mantelflausch, der ist gestrickt, ja. Also nicht bedruckt, sondern der ist so gestrickt und hat dann diese kuschelige Oberseite. Und da haben wir eine Zusammensetzung von 100% Wolle. Ja, ja. Schön warm. 100% Wolle, der Preis ist 59,90 Euro und die Breite ist 1,50 Meter. Das ist also ein richtig schöner Wollflausch. Die Innenseite, das sieht man so, wie das gestrickt ist. Genau. So sieht's aus. Und da haben die auch wieder so einen Raglan. Das ist der ähnliche Schnitt. Das ist der ähnliche Schnitt wie gerade eben, wo wir den bunten gezeigt haben. Da haben die so einen Schalkragen draus gemacht. Und hier haben sie den Kragen einfach als kurze Variante, als Stehkragen dran gemacht. Es ist aber auch wieder den Raglan-Schnitt mit den aufgesetzten Taschen da. Also wirklich sehr einfach nachzuarbeiten. Raglan-Ärmel sind auch immer sehr angenehm auch zu tragen, weil es hier immer sehr bequem ist. Man kann also auch gut die dicken Pullover und so drunter tragen. Und ich würde diesen Mantel tatsächlich füttern. Dann ist er auch winddicht mit dem Futter da drin. Und dann habt ihr einen richtig, richtig schönen Wintermantel. Einfach auch für die ganz kalten Tage. Das kann man sich jetzt gerade nicht vorstellen. Also bei uns herrschen noch immer Temperaturen um die 30 Grad und wir haben den 5. September und die nächsten Tage soll es eher noch ein bisschen heißer Woche werden. Ja. Genau, wir zeigen euch jetzt Stoffe für den Herbst und den Winter. Ja, die müssen ja fertig sein, bis kalt. Ja, genau. Also dann könnt ihr einfach Zeit genug, um eure Sachen zu nähen, bis es kühler wird. Evi wartet schon wieder auf das nächste. Ich warte schon wieder, ja, komm. Ihr seht's. So, ja. Ah, das ist ein Scuba. Ja. Ein Scuba, schaut euch mal die tollen Farben an. Ja, das ist so schön. So schön glatt aus, stretchig natürlich. Ja, ganz toller Stoff. Inner ist weiß. Okay. Inner ist ja weiß. Und Scuba, das heißt, es ist eine 100% Polyesterware, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. 100% Polyester, 5% Elastan. Und ein Preis von 33,90 €. Und das passende Modell, da sieht man jetzt auch im Handel immer mehr klassische Bläser-Varianten, die mit technischen Materialien oder mit elastischen Materialien gemacht werden. Man hat dieses klassische Modell, es ist ein klassisches Modell mit Revers. Schaut mal, das ist die technische Zeichnung. Es hat wieder Nähte, es hat aufgesetzte Taschen, hat so ein langes Revers. Aber es ist mit diesem technischen, hochmodernen Material ausgeführt. Das heißt, ihr habt es bequem, das kneift nirgends und man hat trotzdem so eine klassische Klamotte an, die man den ganzen Tag gerne tragen möchte. Und das habt ihr ruckzuck in der Waschmaschine gewaschen und es ist am nächsten Tag auch wieder schön. Ja, ihr braucht das nicht in die Reinigung zu bringen. Sehr leicht, angenehm genau. zu tragen. Und super elastisch. Also das sind die neuen Sachen, die man auch wirklich auch ins Büro, in die Chefetage, auf die Bank, auch überall anziehen kann. Und man ist einfach trotzdem sehr korrekt und aber bequem angezogen. Also auch für die Party oder so, oder wenn ihr in den Stoffladen kommen wollt. Aber dann machen wir gerade weiter mit der nächsten Jacke. Ja. Das ist dieselbe Jacke, nur schaut mal, die sieht jetzt wieder ganz anders aus.
Das ist das hier. Das ist dieselbe Jacke und die ist jetzt aus einem Heavy Jersey gemacht. Heavy Jersey, das ist eine Jersey-Qualität, die einfach noch ein bisschen schwerer ist. Da haben wir jetzt, schaut mal, lila und gelb. Ja, das lila ist, und gelb ist ein Dauerthema. Das ist so ein, wie so ein Strick. Ja, fast, einfach ein schwerer Jersey. Ja. Genau. Fällt super schön, auch für Röcke. Ja. Und da haben wir jetzt aber einen hohen Anteil an Naturfasern. Also das andere war ja eine 100% Kunstfaser. Und hier haben wir jetzt 85% Viskose, 10% Folie und 5% Elastan. Und diese Kombination mit Orange und Gelb ja, und Lila ist natürlich unschlagbar. Ja. Die ist super schön. Mit dem grafischen Muster, das heißt, ihr müsst jetzt da, viele Sachen sind ja mit Blümchen oder so, sind immer so in die Romantikszene. Hier könnte man ganz sachlich bleiben und trotzdem viel Emotionen zeigen über diese emotionsgeladene Farbkombi. Und ich zeige euch nochmal die Haaren hier. Schaut mal, die Haaren hier zu der Jacke. Das ist jetzt die Jacke hier. Da ist nochmal die Detailgeschichte. Die Jacke, und dann haben die eine lilafarbene Hose dazu kombiniert und ein gelbes Basic-Shirt. Kann man natürlich auch so wunderbar kombinieren, wenn man die einzelnen Farben dort auch wieder einbringt. Und hast du den auch? Wir haben einen ganzen Tisch voll Steppstoffe. Die machen wir ein extra Special mit dem. Also Steppe haben wir genug. Okay, und ich gucke jetzt mal, was mir euch als nächstes zeige. Die Evi hat da schon das eine oder andere da liegen. Und ich gucke mal, ob ich sie so ein bisschen, bisschen zeige. Ah ja, klar. Wir haben was gefunden, was wir euch zeigen. Wie ist denn bei euch zu Hause? Ist kalt. Ist euch kalt? Ist euch warm? Alles in Ordnung soweit? Freut ihr euch, uns zu sehen? Einfach nur eine kleine Reaktion. Wir würden uns tatsächlich freuen über eine kleine Reaktion. Und jetzt zeigen wir euch auch schon den nächsten Stoff. Also mir ist gerade heiß, weil der ist so kuschelig und zwar der ist innen und außen gleich kuschelig. Also man braucht kein Futter für den, sondern man kann hier eben diese tolle lange Weste machen. Die lange Weste zeige ich gleich, ich muss noch meine Herzchen wegschicken, weil da kamen gerade ein paar Herzchen. Vielen Dank für die Reaktion. So. Was wollte ich lange sagen? Weste? Ja, oder so eine Schlumperjacke von Katja ist natürlich auch cool mit dem. Oder schaut mal, da ist bei euch auch sehr warm. Genau, bei uns ist es auch sehr warm. Ja. Also bei uns im Lade ist es immer besonders warm, noch wärmer wie draußen. Draußen geht jetzt schon wieder ein bisschen Wind. Bei uns ist windstill. Da raus ist es anders. Da kommt der Wind von der anderen Seite. Diese lange Weste haben wir hier in eine ärmellose Weste mit Kapuze. Mit Kapuze, die technische Zeichnung. Schaut mal, hier sind nochmal ein paar Details. Und hier die Weste mit aufgesetzten Taschen wieder. Sie hat aufgenähte Druckknöpfe und hat eine Kapuze dran. Also wirklich so ein super Teil. Schaut mal, wie das gestylt ist. Zu einer lässigen Hose mit Boots und mit einem sehr knalligen royalblauen Pullover drunter. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Passt auch jede andere Farbe. Aber das ist so ein It-Piece, was man wirklich zu allem tragen kann. Auch zum langen Rock oder Kleid kann man es drüber anziehen. Es ist geschlitzt. Und wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also. Ich meine, diese Schnippos, da kann man natürlich auch für die Steppwesten, also Steppstoffe nehmen. Haben wir da einen Preis dazu gesagt? Ja, nee, noch nicht. Das, wir machen es ein bisschen spannend. Nee, der Preis ist 28,90 und ist 1,50 breit und 100% Polyester. Also 100%. Absolut pflegeleicht. Und kratzfrei. Ja, kratzfrei. 100% kratzfrei. Und das ist wirklich so, wer hat heute Morgen eine Kundin gesagt? Eine Kundin hat zu mir gesagt, der Stoff fühlt sich an wie diese Kuschelbettsocken, die man also wirklich auch nur zu Hause anzieht, wenn keiner mehr nach Hause kommt. Und man kann die auch niemals in Schuhe anziehen, weil man dann die Schuhe nicht mehr ankriegt. Also so eine ganz, ganz kuschelige, weiche Geschichte. So ist das. Das ist total, total schön. Bettsockenstoff. Oder Pullunder oder so. So. Ja, wir machen weiter mit diesem hier. Schau mal. Schon wieder so ein Mantelflausch, aber die haben keinen Mantel draus gemacht, sondern einen kurzen Rock. Mini-Rock. Einen Mini-Rock. Der ist wirklich wunderschön. Der hat hinten in der Mitte einen Reißverschluss und der ist wirklich richtig, richtig toll. Und der Stoff dazu? Ja, hier. Moment, ich kipp dich mal ein wenig. Da, guck. Kipp's mich, ja. Da. Man kann natürlich auch einen langen Rock machen. Man kann auch einen langen Rock machen. Ist umso wärmer.
Aber die Farben sind gigantisch. Die sind super. Das ist ganz, ganz knallige Royalblau, das Lila, das Orange. Es ist einfach cool. Es ist auch so eben so ein bisschen Pink ist noch drin. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und der Stoff ist 1,50 breit. Es ist 50% Wolle, 40% Polyester und 10% AF, das heißt andere Fasern. Andere Fasern, 10%. Und einen Preis von 45,90 €. Und ich glaube, für den Rock braucht er auch nicht so viel Stoff. Aber das ist ja so ein kurzer Rock, da braucht man auch nicht so viel Stoff. Und die hat es jetzt kombiniert mit dem royalblauen Pullover. Das sieht richtig lässig aus. Ja, so ein Baumwollstrick, die haben wir ja auch in allen Farben da. Und wer natürlich keinen Rock will, kann natürlich die Jacke machen. Genau, wir machen eine Jacke, geht auch. Als Hose finde ich es jetzt arg warm. Ja. Nee. Als Hose finde ich es arg warm, das machen wir nicht, das haben wir schon gezeigt. Das haben wir auch schon gezeigt. Ach, guckt jetzt, was wir euch noch nicht gezeigt haben. Das Kleid haben wir euch gezeigt. Ja, ja, und den Rock auch schon. Jetzt sind wir schon fertig? Nein. Hallo? Wir haben gerade erst angefangen, oder? Ja. Wir hören noch nicht auf. Das geht ja gar nicht. Auch wenn es euch jetzt warm ist, jetzt sitzt ihr eh schon vor dem Bildschirm. Jetzt könnt ihr auch weiter gucken. Vielleicht könnt ihr was Cooles trinken. Aber. Ja, das ist ein tolles Strick. Das ist jetzt wahrscheinlich mit Viskose und Polyester. 75% Viskose, 20% Polyester und 5% Elastan. Ja, so richtig schöne Wasserfarbe in dem Zackenmuster. Und natürlich kuschelig weich. Ja. Also da kratzt nichts. Da kratzt nichts. Das ist eine ganz, ganz tolle Qualität, wo ihr jetzt auf dem Winter auch einfach eure schöne Pullis und auch mit einfachen Schnitten einfach so ganz tolle Sachen machen könnt. Gell? Auch oder ein schönes schmales Kleid, so ein Rollkragenpulli-Kleid. Genau. Und dann noch am besten noch ein Pullunderstricke in einer Farbe, wo da drin ist, so richtig schön. Ja. Ohne Arm natürlich Pullunder. Hm? Plunder. Ich zeige euch gerade auch noch mal das Modell dazu. Das ist das Modell dazu. Die haben tatsächlich so ein Shirt gemacht. Das hat hier an den Ärmeln hat das Gummi, einen Gummizug, hat einen Tunnel drin und hat so einen Stehkragen. Und es ist wirklich so eine Tunika. Und apropos Kleid, man könnte sich natürlich vorstellen, dieses Teil einfach zu verlängern bis zum Knie. Es ist also einfach nur die Seitennähte verlängern und dann habt ihr einfach ein ganz lässiges Pulloverkleid aus demselben Schnitt, wie ihr den da habt. Ich habe mal, das ist die technische Zeichnung. Also wirklich was ganz, ganz Simples. Und wenn der Stoff so gigantisch ist wie dieser Stoff, dann reicht wirklich ein ganz einfacher Schnitt. Und dann sind wir da. Dasselbe? 29,90 hat er gekostet, gell? Mhm. 29,90. Und wir haben, die haben genau denselben Schnitt genommen. Also ich habe jetzt vorher wirklich nicht geguckt, aber schaut ja mal, den Stoff zeigen wir euch jetzt gleich. Der ist in echt nicht ganz so knallig. Und dann haben die genau denselben Schnitt genommen eigentlich und haben es einfach verlängert. Ja, das ist genau dasselbe Material und Strickart. Einfach mit diesem schönen Blau, verschiedene Blautöne mit diesem Leo drin, macht es ein bisschen rassig. Genau, ein bisschen Spitzenoptik. Ja. Genau, und in echt, finde ich, ist er nicht ganz so knallig wie hier im Heft. Also wirklich wunderschön, ganz weich. Ganz weich, auch cool zur Jeans oder so. Mit der Jeansjacke kann man es anziehen. Ja. Wenn man jetzt da das Oberteil machen möchte. Doch genau. Und das ist jetzt nochmal das Schnittmuster dazu in diesem Heft. Und den gibt es auch. Der ist 75 Viskose, 20% Polyester und 5% Elastan. Also ein ganz hoher Viskoseanteil und für 29,90 €. Muss weiter blättern. Das schimpft die Evi gleich mit mir. Ach wo. Doch, doch. Wir haben einen Tencel Gabardine. Das ist der, oder? Ist das der Tencel? Ja, ja, guck gerade mal. Also das schon, aber ich weiß nicht, ob das der Tencel ist. Das ist ein Tencel. Ah, okay, Das ist hier und das steht hier drauf. Ah ja, dann ist er das. Das ist er. Das ist eine ganz lässige Hose. Die hat Eingrifftaschen und die hat Buntfalten. Schaut mal, das ist diese Hose. Das ist so. Die hat vorne Buntfalten, hat Eingrifftaschen und die hat hinten eine Tasche. Da sieht es eben groß aus. Das ist eine schmale Hose. Da ist die technische Zeichnung mit einer Gesäßtasche, Abnäher hinten am Popo und mit Formbund. Ja, das ist ein richtig schönes Blau. Also nicht ganz tiefblau, sondern so dazwischen. Ja. Gell, so richtig schönes Blau. Schön. Und es ist elastisch. Also bequem. Es ist was lachst du? Ja, weil heißt, es ist elastisch.
Das war ich, das war das Licht. Das, ach was? Das? Also ich werde nachher nochmal nachgucken auf dem Video. Das hat garantiert sie gemacht, diese komische. Das kann ich gar nicht. Doch. Also, das ist das Modell zu dieser Hose und das ist eine Zusammenstellung mit 58% Tencel und 39% Baumwolle und 3% Elastan. Das macht dieses. Und ja, für eine Breite von 1,45 Meter und der Preis ist 34,90 Euro. Ein wunderschöner, klassischer Gabardinstoff mit fast nur Naturfasern und ein bisschen Elastan. Eignet sich natürlich auch für Jacken. Ja, oder für diese langen, etwas ausgestellten Röcke, wo man auch die Kellerfalten reinmacht. Mhm. Und ich denke jetzt gerade, guck mal, ja. Guck mal, wie der toll dazu passt. Ja. Ich hebe jetzt ein klassisches. Das Schöne aus diesem Heft, dass man die Stoffe einfach miteinander kombinieren kann. Schaut mal, wie der toll dazu passt. Das ist jetzt ein viskose Jersey. Ich habe jetzt gerade das Heft weggeschmissen. Das ist jetzt der viskose Jersey, der liegt hier und der passt so toll zu der Gabardine, die Evi gerade da hochgehoben hat. Und der ist einfach sensationell. Da schaut mal. Das ist richtig toll. Und das ist jetzt, ich zeige euch jetzt den Stoff einfach einzeln. Das ist wirklich wunderschön und ein viskose Jersey, der nicht zu dünn ist. Der hat also wirklich, der ist so richtig schön griffig und der hat einfach eine schöne Qualität und wunderschöne Farbverlauf, schaut mal. Und da ist eben auch dieses Dunkelblau drin, aber es ist wieder dieses angesagte Lila drin, ein bisschen Grün ist drin. Der ist einfach wirklich sensationell. Und den gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Was denn das Heft, wo Katja drauf ist? Das liegt dahinter, glaube ich. Bei den anderen Sachen, die wir nachher noch vorstellen möchten. So, und das ist 92% Viskose und 8% Elastan. Und wir haben einen Preis von 33,90 Euro und eine Verarbeitungsbreite von 1,40, glaube ich. Und die Evi guckt immer noch nach dem anderen Heft, aber die findet das bestimmt auch bald. So, und ich gucke mal, wo ich das hier drin finde. Da gibt es bestimmt auch ein Schnittmuster. Das ist ein Schnittmuster mit dem anderen. Den gibt es noch in der zweiten Farbe. Wir haben den noch in der zweiten Farbe. Und in der anderen Farbe sehe ich es jetzt gerade gar nicht hier. Aber hast du es selbst gefunden? Ja, das ist die zweite Farbe. Und die zeige ich euch jetzt auch. Genau. Dachte ich doch nicht drin. So. Ja, zeige euch nochmal was. Das ist aus dem Prospekt. Ja. So, gell? Wie es die Katja genäht hat. Als ganzes gleich. Und das ist jetzt die zweite Farbe dazu, schaut mal. Das ist jetzt das, was die Katja vernäht hat, mit Pink, mit Grün. Grün ist immer dabei auch, das macht es immer so ein bisschen frischer. Also wirklich auch derselbe Stoff in einer anderen Farbkombi, Viskose Jersey, wunderschön. Und im Heft ist da einfach ein Shirt drin, ein Blusenshirt mit einer kleinen Knopfleiste und mit dieser Schluppe da vorne dran. Genau. Welches Heft haben wir da? Dieses Heft, das ist das Fashion Trends. Fashion Trends von Hilco. Das ist von Hilco und die Stoffe sind ja auch von Hilco. Und dieses Heft und die Stoffe gibt es bei uns hier im Stoffladen. Aber das Heft gibt es natürlich auch im Fachhandel zu kaufen. Das Heft gibt es im Fachhandel und bei uns, weil wir auch die Stoffe zu diesem Heft hier von Hilco beziehen, haben wir dieses Heft auch bei uns, das man auch käuflich erwerben kann. Genau, so ist. Vielen Dank auch für die Anfrage. So, der Stoff ist mit 8% Elastan und der Preis war 33,90 Euro. Und da haben die diese Schluppenbluse gemacht mit einer, ja, mit so einer Krawattengeschichte, also mit so einem langen Teil dran, dass man dann auch unterschiedlich binden kann. Schaut mal, das ist das. So, das ist die Bluse oder das T-Shirt, was sie dazu gemacht haben. Vielen Dank. Wenn mich also irgendjemand was fragt und ich das auch gerade sehe auf dem kleinen Bildschirm, versuchen wir natürlich diese Frage auch gleich zu beantworten. Genau. Okay, das ist das und der Stoff in zwei paar Varianten. Haben wir noch was da liegen? Müsste. Der gelbe. Mhm. Wo finde ich denn den? Ich weiß, was es ist. Die Bluse. Das ist die Bluse. Ich muss jetzt wieder gucken. Ach, wisst ihr, das ist nicht chronologisch geordnet in diesem Heft und ich muss immer alles durchschauen, bis ich das wieder finde. Und wenn ich Pech habe, bin ich jetzt wieder auf der ganz anderen Seite und finde es wieder nicht. Aber da habe ich nochmal was. Ah, da ist es. Ich habe es gefunden.
Das zeigt euch die Evi gleich. Die haben eine Bluse gemacht, eine Hemdkragenbluse mit Knopfleiste. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte. Da ist die technische Zeichnung. Also wenn jemand was ganz Klassisches haben möchte, gibt es hier auch die Stoffe und die Schnitte. Ja, das ist ein Viskosekrepp. Und das Karo, das ist also gut 12 cm hoch. Also weil das geht ja von so hier bis da. Der Rapport, gell? Dass man da eine Größe-Verhältnis kriegt. So, er fließt natürlich wieder super schön. Das ist ein Crepe, ein bisschen schwerer wieder. Natürlich auch für Röcke oder diese Kräuselkleider, wo man nehmen kann. Oder eben diese Bluse. Die Bluse habe ich auch. Ah, hast du nochmal. Ja, also da ist derselbe Preis wie die ganzen Viskose-Waren. Das ist auch die 29,90 und 1,25 breit. Das muss ich jetzt mal nachmessen, ob das wirklich so ist. Das ist eigentlich, ja, komisch. Das kommt mir jetzt auch breiter vor. Die Maße sind komisch. Aber ich habe jetzt dieselbe Bluse, schaut mal, die haben jetzt dieselbe Bluse hier nochmal gemacht. Aus demselben, das ist derselbe Schnitt, aber die haben jetzt hier einen Viskose Jersey genommen. Aus einem Viskose Jersey mit diesem Animal Print in diesen wilden Farben. Und den zeige ich euch jetzt auch gerade. Die Evi hat das Maßband. Ja, 1,30. Also 1,30. 1,30? Ja. Mhm. Okay. Und das ist jetzt diese Bluse. Hier mit auch wieder dieses Hemdblusengeschichte. Aber jetzt aus dem Jersey gemacht. Und der Jersey, den die da benutzt habe, das ist dieser hier. Das ist ein Viskose-Jersey. Schaut mal, Animal Print. Aber mal mit ganz anderen Farben. Mit lila-grün und einem netten Orange, die dunklen Animal-Punkte, das ist doch wunderschön. Und die haben daraus jetzt diese Hemdbluse gemacht, wobei man natürlich den auch für alle anderen Projekte, die man sonst auch schon zu Hause gemacht hat, benutzen kann. Aber es geht auch Hemdbluse. Und ich zeige euch zu diesem Stoff nochmal irgendwas. Ich zeige euch auch gleich nochmal genauer, aber nur, dass ihr die Informationen habt. So, und zwar ist das 93% Viskose und dann natürlich die 7% Elastan. Eine Breite von 1,50 Meter und der Preis ist 38,90 Euro. 38,90 Euro für dieses wunderschöne Leo-geprintete, wunderbare, farbenprächtige Stöffle aus Viskose mit Elastan. Ja, komm, zeig dir erstmal den Stoff. Ich habe hier ein Mischgewebe zwischen Baumwolle und Polyester, also nichts, das kratzt. Das ist ein schöner Karo-Stoff, braun, rosé und das Lachs drin. Da kann man natürlich auch gut für Röcke mit Kellerfalten oder kurze Faltenröcke verwenden, aber da ist ein richtig süßes, kurzes Jäckchen genäht. Schau mal, das ist das Modell, was die hier im Heft haben. Das ist also so ein bisschen im Biker-Stil. So ein ganz klein bisschen. Das sind jetzt so die Detailzeichnungen. Schaut mal da. Fotos, keine Zeichnungen. Hat auch eine Einschubtasche. Und die Zeichnung dazu, habe ich eine Zeichnung dazu? Doch, da unten ist eine technische Zeichnung. Da ist die technische Zeichnung. Es gibt Wiener Nähte, die machen immer eine schöne Figur. Und in der Wiener Naht hier vorne drin, da vorne ist dann auch die Tasche eingearbeitet. Das heißt, ihr müsst den Stoff nicht nochmal extra aufschneiden, sondern das ist eine Tasche in der Wiener Naht hier vorne drin. Und da hat sie auch ihre, da sind die Hände in der Tasche. Also eine ganz, ganz komfortable, elegante Lösung, Tasche zu machen. Und er ist auch elastisch, also hat Elastan. Ja. Genau. Das macht man auch nochmal angenehm. Und aus dem Stoff könnte ich mir jetzt tatsächlich auch vorstellen, so eine winterliche Hose zu machen. Mhm. Also so eine winterliche Hose, so mit hohem Bund und unten schmal oder so. Und dann da die kurze Jacke dazu. Das stelle ich mir jetzt richtig, richtig schick vor. Einen großen Karo, man muss sich einfach so ein bisschen trauen. Aber es gibt ganz tolle Kombis, gell? Mit so groß gemusterten Stoffen auch. Ganz tolle Sache. Ja, oder auch mit dem passenden Falterrock dazu und dann die Jacke, dann hat man ein Kostüm, das sieht aufrecht aus und dann so ein pinkfarbenes Shirt drunter oder in Orange. Genau. Das gibt dann die richtige Farbtupfer. Mhm. Ja. Und der kostet 42,90, 1,40 breit und 49 Baumwolle, 46 Polyester und 3% Elastan. Andere Fasern, 1% Acryl und 1%
Wolle. 1% Wolle ist da drin. Ja. Also es ist ein Wollkaro mit 1% Wolle drin. Oh, das ist verrückt. Aber 1% Wolle ist drin. Aber ich glaube, das spürt man nicht. Also das kann man auch als Woll nicht prägen. Und er hat natürlich wieder so schöne Abschluss unten. Habt ihr das gesehen? Mit diesen bisschen Fransen. So. Wo man auch wieder schöne Effekte erzielen kann. Entweder unten am Bund oder vorne am Abschluss. Ja, auch immer, wenn man das dann verwenden möchte. Ja, ich habe dann was Pinkfarbe, das mit Punkten. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich am Anfang. Nee, kann ich sagen, das ist ziemlich am Schluss. Merkt ihr schon, sie kann sich nicht entscheiden, Schluss. Vorne oder hinten, aber irgendwo am Ende. Ja. Sie ist schon mal raus und zeigt es euch. Ja, zeig mir einfach schon mal, ich weiß ja, weil das Modell. Genau, und so wie es aussieht, ist das eine Viskose, 97 Viskose und 3% Elastan. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein schönes Kleid draus wird. Also schön elastisch und so richtig schön kühl auch. Also hier steht Viskose Satin. Ja, ja. So ist es. Viskose Satin. Ja, man sieht es auch, dass es ein bisschen so ein Glanz ist. Das ist wirklich wunderschön. Ja, und so schön, also es ist wie Seide. Wie Seide, ja. Wie Seide. Das ist ganz wie Seide. Also wirklich, die haben jetzt ein lockeres Kleid draus gemacht. Man kann natürlich auch Blusen, Tunikas, schaut mal, das ist jetzt das Kleid, was sie gemacht haben. Das ist auch vom Schnitt her relativ einfach gehalten. Das ist in der Mitte mit dem Gummizug in der Taille gehalten. Und die Ärmel sind auch so ein bisschen, da ist auch ein Gummizug drin. Also einfache Sachen mit tollen Stoffen. Und da könnt ihr einfach auch Anfänger können damit einfach ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen, weil die Schnitte nicht so kompliziert sind. Die sind wirklich noch auch für jeden Grad an Wissen oder an Können geeignet, sind eigentlich relativ gut auch beschrieben. Und da hat man einfach auch schöne Näherfolge. Ja. Dieses Kleid mit diesem Viskose-Satin kann ich auch nur genau. Dankeschön für die Komplimente, Megastoff. Dankeschön. Ja, also mit einem einfachen Schnitt, da wirkt einfach der Stoff. Genau, so ist es. So, haben wir jetzt alle gezeigt? Ein Leo habe ich da noch. Hast du uns noch was unterschlagen? Echt? Und dann haben wir da auch ein Schnittmuster dazu? Ich glaube, müsste. Ja, es ist eine 100% Viskose. Da ist die aus dem Heft. Nein? Vergesst, ist nicht aus dem Heft. Den seht ihr anders mal. Der ist da einfach irgendwie drin, aber. Also wir haben natürlich Leo-Stoff in allen Varianten. Das war jetzt ein Viskose Twill in Grau-Schwarz in Leo. Es gibt Leo als Jersey, es gibt Leo in mega tollen Farben als Sommersweat. Wir haben in allen möglichen Geschichten. Schaut mal, ich zeige euch jetzt nochmal das Modell von ganz am Anfang. Da ist es wieder drin. Das ist der Rock mit den Kellerfalten, mit den Tiefen und dieses Oberteil. Und hier sieht man jetzt nochmal ein Detail. Da haben die hinten nahtverdeckten Reißverschluss gemacht und dieses Oberteil einfach ganz, ganz einfach gehalten. Und haben dies nochmal, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Da hat jetzt jemand einfach nur das Oberteil an. Das sieht total mega cool aus. Oder aber man zieht den Rock an mit einem passenden Oberteil. Und so hat man eigentlich, wenn man diese zwei Teile dabei hat, man verreist zum Beispiel oder man will nicht so viel Garderobe mitnehmen, nimmt man diese zwei Teile mit und kombiniert da drumherum lauter Basics. Und dann könnt ihr eine ganze Woche unterschiedlich angezogen sein, aber habt nicht so wahnsinnig viel Klamotte im Koffer, weil oftmals ist ja die Qual der Wahl groß und unterwegs fragt man sich, was ziehe ich an? Und dann nimmt man zwei Teile mit, hat Oberteile und Unterteile, die dazu passen und dann könnt ihr jeden Tag anders unterwegs sein. Ja, die Basic-Stoffe dazu, die findet ihr natürlich auch bei uns. Genau. Die brauchen wir jetzt nicht ausdrücklich zeigen, also da haben wir immer was Passendes dazu. Genau. So sieht's aus. Ja. Und jetzt haben wir euch durch dieses Heft geführt. Ihr habt eigentlich fast alles gesehen, was da auch drin ist. Wir haben euch die Stoffe dazu gezeigt. Und das Allerbeste ist, es gibt bei uns Heft und Stoff und die passende Beratung. Genau, Beratung und alles, was dazu gehört. Genau, so sieht's aus. Ja, und wir hoffen, wir haben euch jetzt ein bisschen das Mund wässrig gemacht, damit ihr jetzt richtig gierig seid auf die neuen Stoffe und neue Modelle zu nähen. Ja. Und euch auf die kühle Zeit zu freuen.
freue mich auch, wenn es kühler wird. Kommt bei uns vorbei, deckt euch ein mit den schönen Sachen. Das war jetzt ein kleiner Teil von den neuen Sachen, die wir hier im Lader für euch bereit haben. Aber ihr wisst, innerhalb von Deutschland können wir es auch verschicken. Und nächste Woche? Nächste Woche, da machen wir was ganz Spezielles. Da machen wir ein Wollspecial. Also, wie ihr vielleicht schon wisst, wir haben ja jede Menge Lana Grossa Wolle jetzt bekommen. Ist jetzt neu im Sortiment mit den ganzen passenden Zeitschriften dazu. Also, es sind super schöne Modelle drin und ich habe auch schon wie wild gestrickt. Da können wir euch einiges zeigen. Sie ist wild am Stricken. Ja. Genau. Und wir haben aber nicht nur Lana Grossa, das ist natürlich ein ganz großes neu. Thema bei uns. Ja. Ganz neu und wir haben sind ganz tolle Sachen dabei, es sind tolle Farben dabei, tolle Materialien. Wir haben auch von Pro Lana viele neue Sachen, neue Herbst- und Winterwolle, die wir auch euch auch schön. Unbedingt auch zeigen weich, wollen. Also richtig genau. Schön. Richtig tolle Stoffe, ein bisschen, nicht Stoffe, Wolle. Wir haben auch wieder die großen Knäuel im Farbverlauf, die zeigen wir euch nächste Woche auch. Gibt bei uns natürlich auch die Stricknadeln. Und wir haben von Lana Grossa ganz, ganz viele Lookbooks und Anleitungen und die aktuellen Hefte passend zur Wolle. So ähnlich wie das. So ist es. So ist es. Ihr müsst euch nur entscheiden. Genau. In diesem Sinne. Oder nicht. Oder auch nicht. Oder alles stricken. Ja, also dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, schönes Wetter und schöne Ideen. Bis die verkälts. Und dann kommen wir, dann ist die Sonne. Ja, genau, da scheint bei uns die Sonne sowieso. Okay. Okay. Also bis dann. Einen wunderschönen Abend. Tschüss.